Ja, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Warhammer Dark Omen. Ja, die letzte Schlacht haben wir ja mit Hängen und Würgen hinter uns gebracht. Lief ja nicht so besonders. Der Feuerzauberer ist gleich zu Anfang der Schlacht geflohen. Und mein neuer Eiszauberer wurde gar von einem Schädelkatapult in 1000 Teile zerfetzt. Wir haben aber einiges an Gold verdient und ich denke, das reicht zumindest dahingehend, dass ich meine Truppen wieder auffüllen kann. Zumindest einigermaßen. Oh, oh, oh. Das sieht ja gar nicht so gut aus. 16, ich glaube, hier reichen mal 15. Damit wir die hier wieder einigermaßen auf Vordermann kriegen. Ja, ich würd ja nur zu gerne hier irgendwie das Herz der Trauer verkaufen, aber da gibt es leider keine Möglichkeit dazu. Naja, müssen wir wohl damit leben, jetzt hier mit dieser etwas dezimierten Truppe klarzukommen. Dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf den Marsch Richtung Kislev. Ich bin Zarin Katharina, die Herrscherin von Kislev. Willkommen in meinem imperialen Palast, Hauptmann Morgan Bernhard. Ich habe mich auf deine Ankunft gefreut. Ich bin froh, hier angekommen zu sein, Eure imperiale Hoheit. Wie darf ich zu Diensten sein? Sie dienen sich selber, nehme ich an. Aber da wir die gleichen Feinde haben, können wir uns gegenseitig dienen. Die Armeen der Untoten sind in meinem Reich zu einer verbreiteten Plage geworden. Die Bevölkerung ganzer Dörfer ist verschwunden. Und ich habe ein Dutzend Regimenter in der Schlacht gegen die Untoten verloren. Mein Auftrag besteht darin, die Hand von Nagash zu finden. Ich bin mit deiner Mission ebenso vertraut wie mit der Legende über die Hand von Nagash. Laut der Kisleviter Folklore ist die Hand in einem Gletscher eingeschlossen, der hinter der Nordgrenze meines Imperiums liegt. Wusstest du, dass die Untoten auch Interesse an der Hand zeigen? Ich habe Meldungen erhalten, dass sie sich im Gebiet um diesen sagenumwobenen Gletscher versammeln. Wisst ihr mehr über diese Hand? Ich weiß, dass es sich bei der Hand von Nagash gar nicht um eine Hand handelt. Ich werde dies erläutern. Nagash, dieses Geschöpf uralter Albträume, hatte einen Erzdiener, einen Nekromanten. Dieser Nekromant hatte keinen Namen. Der Namenlose erfüllte in allem Nagashs Willen. Er ritt durch dunkle Lande und der Schrecken ritt immer mit. Mit der Zeit gaben die, die ihn fürchteten, dem Namenlosen einen Namen. Die Hand von Nagash. Hauptmann, der Erzdiener von Nagash ist seit Anbeginn der Tage in diesem Gletscher eingefroren. Ich verstehe. Und wenn ich mich nicht irre, versuchen die Schergen des Dread King, die Hand aus ihrem Eisgefängnis zu befreien. Ich zweifle nicht daran. Ich habe heute meinen Kristall befragt und in seine Tiefen geschaut. Und ich habe sie in einer Vision gesehen. Armeen der Untoten, versammelt in der Nähe des Gletschers an der Grenze des Landes der Trolle und der Chaos-Ödlande des Nordens. Ich kann Ihnen seine Lage genau beschreiben. Dann muss ich unverzüglich dahin. Das musst du in der Tat. Doch reichen deine Kräfte auch dafür aus? Mein alter Freund Erik Ragnar lebt im Norden. Er ist ein ebenso zäher Krieger wie seine Gefolgsleute, Ragnars Wölfe. Ich kann ihn unterwegs um Hilfe bitten. Ich wünsche dir Erfolg bei deiner Mission, Hauptmann Bernhard. Um unser aller Willen. Ich bedanke mich für euren Ratschlag, Hoheit. Ich werde jetzt abreisen. Ja, da haben wir also jetzt erfahren, dass es sich bei der Hand von Nagash anscheinend um einen Gefolgsmann dessen handelt.
Ja, die Geschichte von Nagash ist auch ziemlich interessant. Muss ich mal schauen, vielleicht werde ich die auch mal wieder vorlesen. Aber wir reisen jetzt erstmal weiter. Es ist lange her, Ragnar. Wie vielen Trollen hast du seitdem den Gar ausgemacht? Ha, nicht genug. Aber zu unserer Zeit haben wir schon einige erledigt. Ha, Morgan? Was führt dich denn in den kalten Norden? Etwas Schlimmeres als Trolle. Die wandelnden Toten. Ah, die Verfluchten. Ich hörte Gerüchte, die Toten seien wieder auferstanden. Die Gerüchte sind wahr. Sie haben sich über das Imperium und bis nach Kislev verbreitet. Sie gehen auch massiv nach Norden und wollen die Hand von Nagash aus einem Gletscher befreien. Wenn sie die Hand finden, werden wir womöglich bald von einem Imperium der Toten regiert. Und du willst, dass ich dir helfe? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Naja, ich bin gerade auf dem Weg, um eine eingedrungene Trollbande zurückzuschlagen. Mir fehlt es aber an Truppen. Hilf mir und ich werde dir helfen. Keine einfache Entscheidung, Morgan. Bei der Verfolgung von Trollen könnten wir viel Zeit verlieren. Ja, hier haben wir wieder das gleiche Dilemma wie schon zuvor. Wenn wir dem Erik helfen, die Trolle zu bekämpfen, dann schließt er sich uns an bei unserer Mission. Wenn wir weiter zum Gletscher reisen, es wird wie in alten Zeiten. Dann müssen wir eben auf eine hammerharte Kavallerieeinheit verzichten. Und ich würde mal sagen, also auf 3 Oger kann man verzichten, aber auf berittene Norskavabaren eher nicht. Und darum werde ich ihm jetzt gleich helfen, die Trolle zu bekämpfen. Geholfen, also werde ich ihm auch helfen. Außerdem brauche ich seine Leute für die Mission. Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann, Morgan. Wir haben die Biester gefunden, Morgan. Sie sind vor uns. Bist du bereit, ihr schwarzes Blut zu vergießen? Ich bin immer bereit. Lasst uns die Lande der Trolle in ihrem schwarzen Blut tränken. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal die Ragnars Wölfe mal an. Diejenigen von euch, die mein Let's Play im Schatten der gehörnten Ratte auch geschaut haben, werden den Erik Ragnar mit seinen Wölfen ja schon kennen. Diese Krieger entstammen den kalten und unwirtlichen Ländern von Norska, wo sie unter dem Befehl ihres Anführers Erik Ragnar kämpfen, der ein persönlicher Freund Bernhards ist. Sie reiten auf starken Pferden in die Schlacht und kämpfen gut. Ja, und ihr seht auch, die haben einen 6, 5, 4, einen 3 plus Rüstungswurf. Kann man auch auf 2 plus aufwerten. Und ja, 12 Stück von denen, die hauen schon gut rein, würde ich sagen. Die Mission hier habe ich auch als relativ einfach in Erinnerung. Wir beginnen hier auf dieser Anhöhe. Und hier von Norden kommen dann mehrere Steintrolle auf uns zu. Ja, die kommen halt von Norden und auch von hier und wir müssen uns dann sozusagen verteidigen. Ich werde es jetzt einfach mal so machen, dass ich zu beiden Seiten hier jeweils eine Kavallerieeinheit platziere. Dann die Kanone und den Mörser hier im Zentrum. Unsere etwas dezimierten Armbrustschützen hier. Die Bihandkämpfer unterstützen meine Grollbringer. Während die Grollbringer-Infanterie mal schaut, dass sie hier mit den Flagellanten und den Wölfen zusammen die westliche Flanke sichert. Ja, und den Magier stellen wir jetzt einfach mal hier als kleine Unterstützung neben den Mörser. Ja, dann lassen wir die Trolle mal anrücken. Gesichtet. Bei Kislev. Meine Axt wird noch vor Tagesende Trollblut kosten. Feind gesichtet.
Ja, also ich lasse die, wie gesagt, einfach hier anrücken. Ich weiß auch noch, dass in der Mission ein magischer Gegenstand versteckt ist. Nämlich hier in dem Stein. Da weist uns eh ein kleiner Pfeil drauf. Und den werde ich mir dann mal holen. Ja, mit was brauche ich noch Erfahrungspunkte? Vor allen Dingen jetzt mal mit den Flagellanten, damit die eine Stufe aufsteigen. Und auch natürlich mit den Bihorn-Kämpfern. Zu den Waffen! Deshalb werde ich jetzt gleich mal hier den Troll angehen mit den Bihorn-Kämpfern. Zum Angriff! Ja. Ja, die Trolle sind auch nicht die stärksten, muss ich sagen. Von daher. Ja. Halt. Das sehe ich gar nicht. Ja, da ist der erste schon gefallen. Schauen wir mal. Sie haben halt eine ziemlich gute Magieresistenz, weil es halt Steintrolle sind. Feind gesichtet. Ja, und da richtet auch der Magier relativ wenig aus. Ich glaube, die Wölfe schicke ich jetzt doch lieber hier auf die rechte Flanke. Zum Angriff! Ich weiß nicht, komme ich hier noch? Ja. Ziel zugewiesen. Ja, dann nehmen wir uns mit den Bihorn-Kämpfen auch den nächsten gleich vor. Attacke! Schauen wir mal, ob wir den Grollbringer einsetzen können. Ja, schau her. Zum Angriff! Oh! Da ist jetzt meine Kavallerie geflohen. Naja, also vor einem Troll fliehen. Ich weiß nicht. Ja, aber gut, ich habe Ragnars Wölfe auch hier auf der Flanke. Naja, und die Trollbringer sammeln sich ja eh schon. Feind gesichtet. Ja, die Trolle lassen anscheinend auch hier irgendwelche Schätze fallen. Rückzug! Oh! Nanu. Attacke! Da fliehen die. Das gibt's doch nicht. Feind gesichtet. Zum Angriff! Ja, das sind dieses Attacke. Mal anscheinend wirklich meine Bihorn-Kämpfer. Die erste Wahl bei der Bekämpfung der Gegner. Zum Angriff! Und ich werde jetzt auch hier meine Flagellanten mal ein bisschen weiter vorrücken lassen. Helft uns! Denn mit den Flagellanten brauche ich wirklich noch ein wenig Erfahrung. Ja, die sollen vielleicht mal den Troll hier oben kaputt machen. In den Kampf! Ich weiß nicht, ist das ein besonderer, weil der hier so oben bleibt? Nö. Attacke! Ja, dann reiten wir mal mit denen rein. Zum Angriff! Attacke! So. Ja, da ist die Mission schon fast geschafft, würde ich sagen. Ja, nächste Troll erlegt. Helft uns in den Kampf! Ja, mit dem Feuerzauberer kann ich mich eigentlich schon mal hierher teleportieren. Und kann ein paar Feuerbälle hier auf den Stein loslassen. Feind gesichtet. Feind gesichtet. Ich dachte immer, dass... Ah, das muss ich nachher schauen. Ah, da kommen doch noch einige. Zwei. Ja, Hauptsache, die lassen meinen Zauberer da oben in Ruhe. Ah, da haben wir auch noch einen. Mal schauen, vielleicht kriegen wir den sogar mit Beschuss klein. Ziel zugewiesen. Ja, egal. Zu den Waffen. Schicken wir die Infanterie drauf. Oh, sollten da meine Flagellanten Probleme kriegen?
Ja, vielleicht doch noch mit den Wölfen unterstützen. Aber hier sollte doch eigentlich dieser magische Gegenstand rauskommen, wenn wir den Stein hier in Brand setzen. Ja, schauen wir mal. Ja, hier, wie schlagen sich die Flagellanten? Die sollten übrigens vielleicht auch nicht sterben. War auch etwas forsch, dass ich die jetzt da alleine so in die Schlacht geworfen habe. Wir fürchten den Feind. Naja. Vorwärts! Attacke! Wir fürchten den Feind! Da glaube ich, kann ich nochmal mit einem blauen Auge davonkommen. Immer schön die Einheitenstärke erhöhen. Dann glaube ich, kriegen wir auch diesen Troll klein. Ohne dass wir gleich die Flagellanten verlieren. Der Troll da oben greift nochmal an. In den Kampf! Ja, dem schauen wir nochmal zu. Da glaube ich, kann auch das Schwert des Höllenfeuers gut helfen. Oder auch nicht. Zumindest keinen meiner eigenen Leuten in Brand gesetzt. Bis zum Tode! Ja, da schwingt er seine Keule, der Troll. Wird ihm auch nichts nützen. Ja, oder doch? Aber gegen so eine Infanterieeinheit wie dem Schöpke und seiner Grollbringer-Infanterie hat er natürlich keine Chance. Ja, hier den Gegenstand, den sollten wir eigentlich, glaube ich, auch automatisch erhalten, wie wir ja beim letzten Mal so gesehen haben. Also beenden wir einfach den Satz und schauen mal, was das war. Osiris Stab. Der sagt mir jetzt überhaupt nichts. Osiris Stab. Der Stab der Osiris enthält Magie, die einen gewaltigen Energieblitz freisetzen kann. Er kann einmal pro Zauberphase angewendet werden, um einen Strahl reiner Energie auf das Ziel zu richten. Jede Truppe, die sich in seinem Weg befindet, wird mit großer Kraft getroffen. Dieser Stab kann nur von Zauberern mitgeführt werden. Den gab es auch mal in der 5. Edition, glaube ich. Er hat irgendwie W3 Treffer der Stärke 6 gemacht. Wie ich mich da so dran erinnern kann. Ja, wir haben auf alle Fälle genug Gold verdient jetzt, damit wir unsere Truppen endlich wieder auf volle Sollstärke bringen können. Das werde ich jetzt auch gleich mal machen. Ja. Und auch nicht. Ja. Ja, das liebe Gold. Ja, jetzt habe ich natürlich das Problem, dass ich den Osiris-Stab aufgrund meines Magiermangels keinen geben kann. Denn eigentlich auf das Buch von Aschur und den Stab von Chet möchte ich ja nicht verzichten. Naja, dann lasse ich den mal im Inventar. Speicher ab. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann!